Wir haben mit der Version 21 neue Branchenmodelle für die Kalkulation gemacht. In diesen haben Sie alles das, was neues Baurecht angeht, das heißt also ebenfalls der ganze Part der Baubeschreibung, dazu gibt es ja nochmal ein separates Video, all das ist in den neuen Branchenmodellen synchronisiert. Deswegen, wir empfehlen jedem Anwender, der die Kalkulation hat, bitte lassen Sie sich von der Kundenbetreuung die Links für die neuen Branchenmodelle schicken, spielen Sie sich das Ganze einmal in einem anderen Verzeichnis auf Ihren Rechner und schauen Sie einmal rein. Was ist das, was wir Ihnen empfehlen, sich unbedingt anzuschauen? Ich habe hier einfach mal ein Haus aus unseren 200 Plänen, das ist das EFH 101, geladen und sage an der Stelle ganz einfach, er soll mir das Haus einmal rechnen. Die Mengenermittlung wird ausgeführt, die Kalkulation wird entsprechend gestartet und ganz klar, ich darf mich einmal jetzt hier an die entsprechende Kalkulation anmelden. Das mache ich. Ich gebe den Kalkulationsnamen ein. Ich habe bei mir hier am Rechner noch eingestellt, das ist auch in den neuen Branchenmodellen so, dass mir die Interessentendaten, die ja aus der Planung automatisch übernommen werden, entsprechend noch einmal im Dialog angezeigt werden, sodass ich hier die Möglichkeit hätte, wenn ich das wollte, diese hier entsprechend zu verändern. Das heißt, ich sehe rechts auch automatisch die Ansprache, wie sie dann im Angebot steht. Für mich ist das jetzt okay. Und jetzt generiert mir die Kalkulation als allererstes den Dialog der Grundeinstellung. Bitte Achtung, die meisten von Ihnen dürften hier diese Ausgabe BLB-Vergleich, dynamische BLB und Standard-BLB und BLB-Vergleich bisher nicht kennen. Erstmal ist es so, Standard-BLB und BLB-Vergleich ist neu. Dazu sage ich gleich noch was. Und bei den meisten, dadurch, dass sie entweder mit BLB-Vergleich oder mit dynamischer BLB gearbeitet haben, ist dies in der Oberfläche einfach ausgeschaltet. In den Branchenmodellen Version 21 ist es bei jedem hier eingeschaltet. Und ich mache als allererstes mal eins. Ich starte die Standard-BLB und den BLB-Vergleich und lasse das Ganze jetzt einmal an der Stelle rechnen. Bitte Achtung! Diese Variante Standard-BLB und BLB-Vergleich ist neu, die gab es bis dato nicht. Ich habe hier für Sie mal unsere Anlagen zum Auftrag. Das ist das, was jeder von Ihnen kennen muss, wann es die Vertragsgrundlage ist. Und das, was wir schon immer hier drinnen stehen hatten, war einmal eine Beschreibung, wie funktioniert der BLB-Vergleich in der Kalkulation und zum Zweiten eine Beschreibung, wie funktioniert die dynamische BLB. Aufgrund der Baurechtsveränderungen ist es so, dass die Anforderungen an die Baubeschreibung deutlich größer geworden sind. Dazu gibt es nochmal ein separates Video, ganz klar. Und das wirkt sich natürlich automatisch auf die Ausgaben der Kalkulation aus. Das heißt also, wir haben jetzt hier etwas gemacht, was heißt Standard-BLB und BLB-Vergleich, was es bisher nicht gab, warum? Der Hintergrund ist recht einfach. Wir haben für Sie und alle diejenigen, die auf den V21-Workshops waren, wissen das. Wir haben für Sie ja gedruckte Baubeschreibung und zwar einmal die Massiv- und die Holz fertig gemacht und Ihnen ausgedruckt zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dieser Baubeschreibung sind 1:1 natürlich im Branchenmodell drin. Das bedeutet also, das Ganze ist synchronisiert und wir haben neben dem, dass wir das erste Mal physikalisch die Kalkulation zum Anfassen haben, eben das Ganze auch im Rechner drin. Bei mir kommt jetzt nochmal der Dialog für die Preispflege 0, auch mein Ereignisprotokoll, mir in dem Moment erst einmal egal, was ist Standard-BLB und BLB-Vergleich. Im Moment ist es so, aufgrund der
Veränderungen im Baurecht ist bei vielen Unternehmen das Thema, drucke ich jetzt die Baubeschreibung, was habe ich verändert, ist das, was ich verändert habe, wirklich rechtskonform? Es gibt eine gewisse Unsicherheit, lassen Sie es mich so formulieren. Und deswegen haben wir in der Variante Standard BLB und BLB-Vergleich das Ganze für Sie so gebaut. Achtung, es kommt hier die Frage, ob Ausgabe mit oder ohne Bildern, ich sage mit Bildern. Wir haben das Ganze für Sie so in die Kalkulation integriert, dass Sie die Möglichkeit haben, aus der Kalkulation die Baubeschreibung auszudrucken. Das heißt also, neben der Variante, Sie lassen sich eine Baubeschreibung eben von einer Werbeagentur gestalten, lassen die im Offsetdruck drucken, eben jetzt in der Variante, wo Sie sagen, aus dem Rechner raus, gemeinsam mit dem, was früher Angebot hieß, Achtung, bitte Begriff Angebot nicht mehr verwenden. Ich erkläre noch warum. Sind Sie in der Lage, mit dieser neuen Variante Standard BLB und BLB-Vergleich eben zum einen am Anfang die komplette Standardbaubeschreibung auszudrücken und hintendran das, was bisher Angebot hieß, was jetzt Leistungszusammenstellung heißt. Das Ganze ist fertig. Wir sehen hier unseren VI-Report. Wenn Sie links unten schauen, sehen Sie, das sind jetzt 65 Seiten. Das heißt, wir haben jetzt hier die komplette Baubeschreibung für den Standard, das heißt also die komplette Standardbaubeschreibung, so wie sie sonst gedruckt wäre, komplett gestaltet, die Sie so aus dem Branchenmodell ausdrucken können, inklusive, das sehen Sie hier, sämtlicher Bebilderungen, die wir Ihnen eben im Rahmen der Kalkulation hier verknüpft haben und die wir Ihnen über die SWP-Bildverwaltung zur Verfügung stellen. Am Ende kommt das Raumbuch. Wir hatten entsprechend auch nochmal im Video für das Thema Datenbankpflege auf das Raumbuch und die Synchronisation zwischen dem, was Sie planen und was in der Baubeschreibung steht, hingewiesen. Und hinter der Baubeschreibung geht jetzt das los, was wir bisher Angebot genannt haben. Sie sehen, heute heißt das Ganze Leistungszusammenstellung. Und ich habe hier erstmal die entsprechenden Grunddaten des Hauses stehen, habe meinen entsprechenden Basispreis. Und jetzt kommen alle dynamischen Beschreibungen für das individuelle Gebäude. Im Massivbau ist es zum Beispiel so, die Wandaufbauten werden automatisch beschrieben, die individuellen Fassadenausführungen, Balkon, französische Balkone, Dach, Säulenstützen. Bei den Fenstern steht hier eben, dass Fenster und Terrassentüren in Kunststoff sind. Dadurch, dass alle Fenster gleich sind, ist das nur ein einziger Anstrich. Bei Sonnenschutz werden die Elemente, die einen Sonnenschutz haben, einzeln aufgeführt. Selbst Größenanpassungen stehen entsprechend da. Und wir haben natürlich an der Stelle ebenfalls die Rollladenausstattung. Und wenn ich noch mal ein ganzes kleines Stück zurückgehe, am Anfang gibt es halt entsprechend noch mal Hinweise, wo steht, Achtung, Sie haben sich dafür entschieden, dass eben nicht alle Fenster einen Sonnenschutz von Ihnen bekommen. Das heißt, hier muss dann der Kunde den sommerlichen Wärmeschutz selber veranlassen. Und alle diese Texte sind halt angepasst auf das neue Baurecht und gesynkt mit eben der Baubeschreibung, sodass ich hier eine komplette dynamische Beschreibung habe, bis hin zur Ausführung aller Innentüren inklusive Größenangaben, weil diese trotz der vermaßten Pläne, die sie dem Kunden ja in die Hand geben, in der Regel aus dem Plan nicht zu erkennen sind. Und bei der Haustechnik ist natürlich auch hier exakt der verwendete Wärmeerzeuger entsprechend ausgewiesen. Und ich habe dann halt ganz zum Schluss entsprechend meinen Gesamtpreis. Bedeutet also Standardbaubeschreibung plus BLB-Vergleich. Diese Variante ist neu und ermöglicht es Ihnen, wenn Sie halt sagen, im Moment ne, so 60 Seiten Baubeschreibung Hochglanz drucken, ist Ihnen Anführungszeichen vielleicht zu heiß, weil Sie sagen, da kann noch einiges geändert werden in den nächsten Monaten. Genau mit dieser Variante sind Sie halt in der Lage, das Ganze direkt aus der Kalkulation entsprechend mit auszudrucken. Okay, 65 Seiten sind entsprechend eine ganze Menge. Jetzt habe ich als nächstes eins gemacht. Ich habe das Ganze nochmal gestartet in der Berechnung und habe jetzt umgeschaltet auf dynamische BLB. Dynamische BLB, ganz klar, ist eben jetzt der Part, wo nicht der Standort komplett beschrieben wird, sondern nur die Ausführung für dieses Gebäude. Bitte wichtig, alle Anwender, die bisher schon mit dynamischer Baubeschreibung gearbeitet haben,
Bitte schauen Sie sich das im Detail nochmal an. Bitte gucken Sie in die Branchenmodelle rein. Es ist ganz, ganz wichtig, bestimmte Informationen, insbesondere für Leistungen, die der Kunde ausführen muss, insbesondere für Leistungen, die an der Grenze zu Ihren Leistungen liegen, wo der eine oder andere in der Vergangenheit gesagt hat, das geht mich doch nichts an. Mit dem neuen Baurecht dürfen da eine ganze Menge Beschreibungstexte nicht fehlen, zumindest wenn Sie sicher sein wollen. Und all das haben wir in diese Branchenmodelle eingearbeitet. Also bitte, bitte nutzen Sie das, schauen Sie sich das entsprechend nochmal an. Preis Null ist klar, Preisliste ist klar. Und ich habe jetzt hier oben eben ein anderes Dokument. Sie sehen, hier steht jetzt dynamische BLB. Auch hier sage ich, bitte erzeuge mir das Ganze mit den Bildern. Und jetzt wird eben die dynamische BLB zusammengebaut. Zum einen das, was Sie wirklich anbieten und zum anderen eben das, was drumherum noch nötig ist von Außenanlagen, Hausübergabe, Grundstück, Bauherrenleistung, die zu erbringen sind, Hinweise auf bautechnische Ausführungsdetails und eben das Ganze so rund, dass es dem neuen Baurecht entspricht. Wenn wir jetzt unten schauen, wir sehen, wir haben jetzt 39 Seiten. Und hier ist es halt so, dass es eben direkt mit der Kundenansprache losgeht und dass jetzt komplett die dynamische Baubeschreibung inklusive aller ergänzenden Hinweise, die nötig sind, damit das Ganze rechtlich safe ist, für das individuelle Haus, was wir jetzt hier hergenommen haben, entsprechend beschrieben sind. Das heißt, ich sehe halt hier meine Kellerausführung, meine Kellerhöhe, meine Sockelhöhe. Ich habe meine Wandaufbauten entsprechend. Ich habe die verschiedenen Balkonbelege, die Geländer, ich habe meine Dachausführung genauso komplett beschrieben wie Spengler arbeiten, wie meine Fenster, meine Fensterbänke, auch hier wieder den Sonnenschutz, wir haben das vor uns in der anderen Variante schon gesehen, die Innentüren sind entsprechend beschrieben. Ich habe in der dynamischen Baubeschreibung, wenn wir hier mal auf Sanitärausstattung gucken, ich habe beschrieben die Dusche im Erdgeschoss und das Bad im Dachgeschoss, dort haben wir sehr deutlich den Unterschied zwischen Standard BLB und BLB-Vergleich, dort würde zum Beispiel auch ein Gäste-WC beschrieben werden, was hier halt nicht auftaucht, weil es eben im Plan nicht drin ist. Das ist dynamische BLB, es wird nur das beschrieben, was eben in der Planung auch vorhanden ist. Und ich habe natürlich mein ganzes Elektroprofil für die Räume, die geplant sind, meine entsprechenden Ausführungsdetails, Bodenbelege, etc., etc. Und dann zum Schluss nach der Hausübergabe eben meinen Gesamtpreis und im Unterschied eben zum BLB-Vergleich keine Mehr- und Minderpreise. Das heißt, Sie sehen also auch diese textuelle Ausgabe ist in den neuen Branchenmodellen ebenfalls komplett hinterlegt. Das heißt also, zum einen alles das, was in der Baubeschreibung an Texten ist, ist in der Kalkulation hinterlegt. Ich darf nochmal darauf hinweisen, das andere Video zum Thema Baubeschreibung, schauen Sie sich das nochmal an. Hier sind Platzhalter drinnen mit XXX, das heißt, Sie müssen diese Sachen mit Ihren firmenspezifischen Inhalten entsprechend ergänzen bzw. die XXX austauschen, das heißt nicht einfach so verwenden, wie es ist, dann steht halt einfach teilweise drin, Sie können sich die Balkongeländer aus XXX Stück in unserer Bemusterung auswählen, das ist nicht schlau, bitte angucken und nochmal immer im Hinterkopf behalten, das was gedruckt ist, ist das was 1:1 drin ist, das heißt es reicht, Sie nehmen das Gedruckte und einen Farbmarker und dann wissen Sie genau, was in der Kalkulation eventuell textlich oder auch inhaltlich entsprechend noch anzupassen ist. Gerne, wie gesagt, nochmal das grundsätzliche Videos zum Thema Baubeschreibung Version 21 anschauen. Wir haben jetzt hier als letzte Variante nochmal den BLB-Vergleich genommen. Der BLB-Vergleich ist eine Variante, die ich jetzt hier mal unbebildert gemacht habe im Branchenmodell, das heißt also bei den Texten, die jetzt hier kommen, sind einfach keine Bilder verknüpft, können Sie natürlich gerne machen. Sie haben von uns mittlerweile über die Bildverwaltung eine ganze Menge an Bildern entsprechend auf dem Rechner, das sind über 700 Stück, die Sie zur Druckausgabe aus VI verwenden dürfen, nur eben nicht außerhalb von VI für Homepage oder für Ihre Werbeagentur, das ist nicht zulässig. Und jetzt haben wir hier entsprechend unser Angebot als BLB-Vergleich, das wäre jetzt das, was eben dann zusätzlich zur gedruckten Baubeschreibung und Achtung, wirklich nur in der Summe mit der zusammen das rechtssichere Angebot darstellt. Und wenn wir jetzt hier unten hinschauen, sehen wir, das sind jetzt 8 Seiten. Das heißt also, auch das ist dem neuen Baurecht geschuldet. Es ist eine wesentlich detailliertere Beschreibung nötig und diese Beschreibung muss halt zur Baubeschreibung gesynkt sein. Wir haben hier unsere planungsbezogenen Hinweise nach den Hausgrunddaten. Dann haben wir entsprechend unsere Keller
Beschreibung unserer Außen- und Innenwandausführungen, Balkon- und Dachausführungssäulen, Stützen, Fenster, unsere Rollläden, die Haustür entsprechend wieder, die Innentür, die Treppenbeschreibung an der Stelle, weil in der Baubeschreibung halt verschiedene Varianten aufgeführt sind, die konkrete Haustechnik entsprechend, Garagentor. Und dann haben wir unseren Grundpreis und dahinter geht es jetzt mit allem weiter, was eben nicht im Grundpreis enthalten ist. Mit den entsprechenden Mehr- und Minderpreisen, unseren Sonnenschutz, etc., etc. Und somit haben wir halt jetzt hier ein Angebot, was mit der Baubeschreibung zusammen eben auch den neuen Baurechtsanforderungen entspricht. Was Sie wahrnehmen, ist eins, neben ganz, ganz vielen Bildern, ganz, ganz viele Texte, das ist etwas, wo wir Sie nur herzlich einladen können. Jeder Kunde, der die Kalk hat, bitte schauen Sie sich das Ganze an. Bitte übernehmen Sie textuell alles das, was Sie gerne haben wollen. Die Idee ist letztendlich die gleiche wie die Verträge, die wir Ihnen als Vorlage erstellt haben. Wir wollten Ihnen hier einfach etwas an die Hand geben, was Ihnen hilft, sich den Anführungszeichen Herausforderungen des neuen Baurechts und der Pflicht zur detaillierten Baubeschreibung zu stellen. Also bitte ganz einfach, beschäftigen Sie sich damit. Das ist unsere Idee dahinter.